Hallo, liebe Freunde des Finanzcenters. Mein Name ist Norman Agubi. Ich bin Gründer und Vorstand der Finanzcenter AG. Heute ist unser Thema das Thema Inflation. Dieses Monster Inflation unterschätzen die meisten. Die Inflation ist tatsächlich viel wichtiger und viel wesentlicher, als die meisten von euch glauben und auch die meisten sich das überhaupt vorstellen können und letztendlich auch vielleicht sogar ausrechnen können. Ich komme aus folgendem Grund auf dieses Thema nochmal zu sprechen. Wir haben neulich gerade einen Kunden gehabt, der kam aus einer Bankberatung und dem wurde die Altersvorsorge berechnet, und zwar inklusive Inflation bis zum Endalter 67. Sprich, seine Sparbeiträge wurden angepasst, sodass er dann immer mit Inflation etwas mehr sparen musste, damit er dann im Alter genügend zur Verfügung hat. Das Problem ist folgende. Die Inflation endet ja nicht mit dem Endalter 67, wenn man in Rente geht. Ganz im Gegenteil. Die Inflation steigt sogar noch. Warum ist das so? Nicht, weil die Waren teurer werden, sondern weil man eben als alter Mensch, als Rentner, andere Dienstleistungen zusätzlich in Anspruch nimmt, als das junge Leute tun. Die Inflation wird ja durch einen sogenannten Warenkorb berechnet und dort stehen eben auch Dinge drin, die vielleicht nicht teurer werden oder sogar billiger werden. Da findet sich ein Skateboard, da finden sich Computer, da finden sich Telefondienstleistungen drin, die tendenziell in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind. Rentner nehmen aber andere Dienstleistungen in Anspruch, beispielsweise einen privaten Putzdienst. Sie nehmen Dienstleistungen in Anspruch für Pflege und natürlich für die Pharmaindustrie, weil sie einfach langfristig mehr Medikamente brauchen als junge Leute. Und dadurch steigt die Inflation, und das ist auch vom Statistischen Bundesamt so belegt, die Inflation der Rentner steigt überproportional an. Man muss dieses Thema also nicht nur bis zum Endalter 67, sondern letztendlich bis zum Lebensende berechnen und dafür sorgen, dass man auch später, auch als Rentner, noch genügend Geld zur Verfügung hat. Wie macht man das? Das zeigen wir euch gerne oder rechnen das im individuellen Gespräch mit euch einfach mal durch. Habt ihr dazu individuelle Fragen? Schickt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir freuen uns auf euch.